Topfpflanzen richtig gießen. Hallo, willkommen bei der Garten Moni. Jetzt haben wir Hochsommer. Heute 36 Grad, morgen soll es 38 Grad geben. Natürlich brauchen jetzt unsere Pflanzen auch viel mehr Wasser. Ne? Manche gießen natürlich jetzt, ist Wasser, die machen das immer so, die gießen obendrauf einfach. Also bei manchen Pflanzen kann man es ja machen, wie jetzt bei denen da, bei diesen Wandelröschen. Die gießen einmal so kurz drauf, so, und das hat sich dann, ja. Hat sich aber nicht. Topfpflanzen, die brauchen viel mehr Wasser. Und zwar aus dem Grund, ihr seht es ja hier, das ist so eine Anthrazitfarbe, ne? Die Erde ist strohtrocken, habe jetzt absichtlich nichts gemacht, damit ihr das seht. Die ist wirklich strohtrocken. Ja? Und die Sonne, die Hitze da, die brennt richtig auf den Topf drauf, der wird heiß. Und durch die Hitze trocknet ihnen die Erde auch ganz schnell. Und da fehlt dann den Pflanzen natürliches Wasser, ist ja logisch. Ne? Und das passiert in allen Töpfen, egal ob es Ton ist oder Plastik. Ne? Das ist völlig wurscht. Das trocknet unheimlich schnell innen die Erde aus. Und deswegen sage ich immer, wenn man gießt, gieß durchdringend, am besten, dass das Wasser unten schon wieder rauskommt. Meistens, also da bei den Kleinen habe ich jetzt Unterteller da, aber bei manchen habe ich auch keine da. Ich gieße jetzt da so lang rein, bis unten das Wasser kommt. Ich warte natürlich immer wieder, bis es durch ist, damit es durch und durch durchnässt ist. Ja, kommt noch nichts unten. Noch nicht ganz. Doch. Ja? So. Ja, Etzele. Wenn natürlich was drüber läuft, das ist nicht so schlimm. Ne? Aber dann ist wenigstens der Topf durch und durch nass und die Pflanze hat dann genug Wasser. Ne? Also entweder früh oder abends macht man das am besten. Da habe ich dann auch bei den Blumen, mache ich das ist genauso. Das ist eine Zinnie. Auch, also alles, was in Töpfen ist. Ja. Weil man sagt ja auch gerade, Schwarz und Anthrazit, das erhitzt oder wärmt am ärgsten auf. Das stimmt, die dunklen Farben, ne, die nehmen die Wärme dann, das nimmt die Wärme noch mehr an. Aber auch Ton wärmt ja auch unheimlich. So. Ja, das läuft auch rund, aber das spielt ja keine Rolle. Das mache ich jetzt bei dem auch noch, dass der genug hat, weil ich merke das immer dann, wenn der Nachmittag, gegen Nachmittag, wenn das Wasser dann aufgebraucht wird, wenn ihr nicht genug Wasser rein habt, dann wird er welk. Und so passiert auch noch nichts, dann kann ich abends wieder reingießen. Ja, mache ich jetzt bei allen so, egal ob jetzt das Blumen sind oder Gemüse, da ihr seht ja, das sind Chilis. Oder die Tomaten mache ich sogar da ein bisschen. Also da tue ich auch total durchnässen. Den gieße ich aber dann nicht jeden Tag. Ich hoffe, man sieht jetzt bei dem Licht was. Heute konnte man nicht raus. So heiß war es. Und jetzt ist es angenehm. Und jetzt habe ich mir gedacht, das muss ich euch ganz schnell einmal sagen. Blumen, Gemüsepflanzen, ich habe sogar so kleine Obstbäume in einem Topf, die muss ich jetzt noch machen. Die brauche ich dann morgen dafür nicht gießen. Ne? Also da reicht dann jeder zweite doch auch. Man sieht es aber auch an den Blättern. Manche Pflanzen brauchen ja wirklich, wirklich viel, viel mehr Wasser. Und da sieht man dann schon, dass man doch noch einmal was nachgießen muss. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, am nächsten Tag, ob ihr nachgießen sollt oder nicht, dann nehmt ihr einfach euren Finger. Also egal welchen. Ne? Und bohrt einmal ein wenig in die Erde rein. Und wenn die Erde so bis 3 cm trocken ist, wenn er reingeht, dann könnt ihr schon wieder gießen. Weil dann wird es schon wieder notwendig. Aber wenn die noch 1 cm und es ist noch alles feucht, da braucht ihr nichts machen. Ja, den Tipp wollte ich euch jetzt einmal mitgeben. Weil gerade jetzt in der Hitze brauchen selbst die Pflanzen und die Vögel, alles braucht jetzt Wasser. Und wir Menschen ja auch. Ne? Wenn euch das Video und der Tipp gefallen hat, dann lasst gefallen haben. Dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, schaut meinem Shop vorbei und abonniert auch den Newsletter, der wöchentlich erscheint. Und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Garten Moni.